Für unser nächstes Spiel, ihr Lieben, haben wir uns lange überlegt, wie halten wir Tätchen da raus? Weil du bist der Einzige, der nicht weiß, was jetzt kommt. Okay. Das heißt, jetzt kommt Carina, unsere charmante Aufnahmeleiterin, und bringt dich weg. In den Kopfhörer. Wir bereiten jetzt für Tätchen ein schönes Ambiente vor. Das heißt, wir werden jetzt ein kleines Restaurant aufbauen. Und zwar gibt es eine Szene, die ihr schon kennt, Tetje eben nicht. Ihr geht jetzt auch euch fein umziehen, aber bitte nach da raus, weil ja, da ist Tetje, dass der nicht sieht, was ihr anbekommt. Und zwar gibt es jetzt eine kleine Geschichte. Mirja hat lange und heimlich ge-E-Mailt und gechattet mit Tetje und es gibt jetzt ein erstes Blind Date in einem Restaurant. Und Max ist der Kellner, Olli ist der Koch. Tetje hat, wie gesagt, keinerlei Ahnung, was ihn erwartet. Wir werden jetzt dieses Restaurant aufbauen. Gleich da vorne wird Mirja auf Tetje warten, den ich dann gleich in diese Situation reinschubse. Sie sehen, wir haben noch mehr Tische. Da braucht es natürlich noch andere Restaurantgäste. Als Statisten, sage ich jetzt schon mal, damit Sie sich nicht fürchten, besonders Sie, die Sie weggucken, damit ich nicht auf Sie zukomme. Und ich komme trotzdem, bin ganz kurz vor Ihnen. Nein. Möchten Sie an den Tisch? Ich muss nicht unbedingt. Sie müssen nicht unbedingt, aber das ist für mich ein Grund, um zu sagen, ja, Sie müssen. Und Sie nehmen mich auch gleich mit. So. Nehmen wir doch den, da sind schon zwei Stühle. Setzt euch einfach an den mit den beiden Stühlen. Dann würde ich mal sagen, wir sind soweit. Wir sind mal gespannt, was passiert bei diesem Blind Date in diesem sehr, sehr schönen Restaurant. Ich habe die Sonnenblume, die gebe ich jetzt an Tetje weiter. Das wird ihn noch mehr verwirren. Und ja, okay. Schauen wir mal, was Tetje macht. Kannst du abnehmen. Okay. So, dann würde ich sagen, ganz viel Glück. Das ist ein ganz wichtiger Moment jetzt in deinem Leben. Okay. Also, alles, alles Gute. Danke. Und los. Ich bin aufgeregt. Ja, geh ruhig rein. Hey. Arturo. Sag mal, Namen allerseits. Hallo, Schön, dass das Paar sich auf meine Anzeige gemeldet hat. Buonasera, signore. Buonasera. Leider alle Tische ausverkauft, reserviert. Aber was ist mit dem da? No, reserviert. Hallo. Knickknack, ja. Alles klar. Der hat eine Sonnenblume, ist falsch. No trinkete. Idiota. Hallo. Hallo. Ich bin der Stefan. Ilona. Hallo, Ilona. Hör mal, Stefan, hatten wir nicht eine Rose ausgemacht? Ja, aber die waren 1 Euro teurer als die Sonnenblume. Ist ja letztlich nur ein Symbol. Ja, gut. Du siehst ganz anders aus als auf dem Foto, was du geschickt hast. Ja, weißt du, das... Setz dich trotzdem. Danke. Wollen Sie noch etwas trinken, ne? Ja, unbedingt. Prego. Sag mal, Stefan, ja, was machst du eigentlich so beruflich? Ach du, ich bin, mach so Import-Export für Autos hauptsächlich. Ja, gerne. Und, Entschuldigung, darf ich noch ein bisschen mehr davon? Un momento, ich habe zu tun, ne? Auch andere Gäste, ne? Import-Export. Import-Export, so. Im Chat hattest du ja eigentlich geschrieben, du wärst Unterhosenmodel. Ja, ja, das mache ich nebenbei. Also zeig doch mal, ja, jetzt eben mal deine, die du, ich wäre sehr neugierig. So, nee, ich nicht im Restaurant. Nur mal so rausziehen oben oder so, nur kurz. Also viele haben ja Calvin Klein draufstehen. Ich habe eine Geschäftsidee, ich mache einfach den eigenen Namen drauf. Gesehen? Schön. Das war jetzt nur das N von Stefan. Verstehe. Und das EFA wird dann noch so groß, aber egal. Ja, oh Gott, können wir bitte bestellen, schnell? Was machst du denn so? Ich nix. Ich bin ja eine Frau. Also, jetzt weiß ich auch, an wen du mich erinnerst. Ich dachte, ist das doch die aus der Tagesschau? Oder? Ja, so eben, viele auch mit anderen. Ja, hat dir schon mal jemand gesagt, du hast wunderschöne Augen? Dankeschön, das ist hat sehr dir schon mal jemand gesagt, du kannst auch haben blaue hat Augen? Hat dir jemand gesagt? Okay, was möchte ihr bestellen? Ich hätte gerne einmal das Bruschetta mit extra Knoblauch und die Tagliatelle mit Trüffel. Und danach die Austernplatte. Du zahlst doch, oder? Und dann nehme ich noch eine Flasche Barolo. Dankeschön. Sind Sie nicht der berühmte Opernsänger? Ich? Sie, Sie. Können Sie eine kleine Kostprobe machen? Nur für mich. Und für Sie. Und für Sie. Oh, ja. Naja. Wenn du dabei die Unterhose hochziehen könntest. Kriege ich dann ein bisschen ein paar Prozente so auf den Wein oder so? No.
Bella, Chicago, D'Angelo. Will er was bestellen oder nicht? Nein, man sieht ja auch an dem, was Männer bestellen, wie sie im Bett sind. Er bestellt nix. Ich nehme die Currywurst XXL. Leider aus nur italienische Küche, ne? Italienische Küche? Si. Hm. Dann nehme ich, keine Ahnung. Italienische Gerichte, ne? Italienische Gerichte, si. Dann nehme ich Pasta con Piselli. Leider aus. Anderes. Pizza. Aus. Welche Pizza? Thunfisch. Italienisch, Italienische Thunfisch. Italienisch? Tuna. Tuna? Tuna. Tonno, Pizza al tonno. Na, leider auch aus. Oh. Tonno, ja, dann nehme ich... Nur noch Margherita, aber ohne Käse, ne? Was ist mit der Bistecca? Bistecca, was ist das, hä? Na ja, so Beefsteak. Ein Culo. Culo? Willst du auch eine Cola? Mal, ich meine, du hast dich jetzt ja mit mir getroffen. Ja, was, richtig. Was gefällt dir denn eigentlich besonders an mir? Dass du so anders... Luigi, Bistecca! Leck mich am Arsch! Also, anders als deine anderen Beziehungen, weil du hast ja geschrieben, dass die alle sehr tragisch geendet sind, ja, sehr kompliziert waren. Ja, das war immer ein bisschen doof. Also die eine hat einen Unfall, die andere ist aus dem Fenster geflogen. Das war schon sehr tragisch, dass dann die Kripo schon dachte, sag mal, dieser Kerl ist doch irgendwie nicht ganz schussecht. Hängt das denn eigentlich damit zusammen, dass du immer noch bei deiner Mutter wohnst? Ist das vielleicht der Grund? Ja, gut, viele Leute haben Probleme. Warum wohnst du immer noch bei deiner Mutter? Ja, wegen der Miete so, ne? Ach so. Außerdem kann die gut kochen. Ich weiß nicht, kannst du kochen? Nein, nein, ich kann ja nicht. Ich bin ja eine Frau. Aber schöne Frau. Ja. Aber wissen Sie was? Ich glaube, ich weiß, woher ich dich kenne. Du bist der berühmte Step-Tänzer. Na, bitte vormachen. Einmal, oh, bitte. Ja, wieder mit der Unterhose auf. Ja. Ja, es ist ein bisschen peinlich irgendwie. Du hast recht, ja. Ja. Trotzdem, Marken. Nicht nur ein bisschen peinlich, ciao. Ich bekam dann leider Probleme mit der Krankenkasse, nee. Die wollten die neuen Gelenke nicht mehr zahlen. Aber. Weißt du eigentlich, warum ich mich letztendlich für dich entschieden habe? Na? Obwohl, ich muss noch irgendwas sagen, ich finde ganz super... Du hast ja geschrieben, dass du aus Leipzig bist. Man hört das überhaupt gar nicht. Ja, ja. Ja, ich will das auch nicht so breit treten, weil die Leipziger ja doch als... Die Leipziger gelten ja doch als Granaten im Bett und ich will nicht auf das reduziert werden. Aber warum ich dich ausgewählt habe, der Grund war ja, dass ich es total faszinierend finde, dass wir beide das Gleiche studiert haben. Schwedische Lyrik. Ja, und, ich liebe schwedische Lyrik. Ja, und da gibt es auch dieses schöne Gedicht von Lars Larsson, was anfängt. Hey, die dauert noch lange, Mama mia! Deine Liebe steht im Sund der Sonne. So küsse ich dich mit Freud und Wonne. Das ist ja ein längeres Gedicht. Ja, es ist ganz schön lang. Dass du den Rest auch noch mal... Also ich finde die deutsche Übersetzung ja nicht so toll. Ich finde die schwedische ja viel schöner. Ja, ne? Und da wurde sie auch noch vertont. Wenn du mir das einfach mal auf Schwedisch vorsingen könntest, ich fände das super. Längst der Wänklich tölt die Sönnen, floss die Klöver in sie Tönnen, von sie kommt und Hens fick nur, klang ich... Ich habe Kopfschmerzen! Was für Kopfschmerzen? Ja. Allora, der Luigi, unser Chefkoch, ne, er will nicht machen Essen fertig. Warum nicht? Weil du so scheiße singst, ne? Okay, bring mir den Kerl her. Bring ihm den Kerl her. Bist du dir sicher? Ich bin mir ganz sicher. Dann trinke noch einmal einen Schluck vorher. Aber nicht aus meinem. Ich bezahle das doch sowieso. Du bist doch eine Frau. Luigi! Stress! Parise! Jetzt kannst du aber mal richtig... Luigi, komm mal hier! Der hat mich vorher schon, hat er mich schon angegraben. Der da! Du bist Luigi? Du bist die deutsche Runzelarsche? Ich habe nur eine Frage für dich, hä?
Warum bestellst du so eine scheiß komplizierte Gericht? Ist meine Koch nicht schon genug gestraft mit die offene Geschwure? Hä? Ich bestelle dieses Gericht, weil es das Einzige ist, was ich aussprechen kann, außer Pizza und Pasta, was ihr nicht mehr habt. Passe gut auf, lebende Litfaßsäule. Ich hab die Schnauze voll von diesem Job und von solchen Idiotengästen wie dir. Schärfe. Was machst du hier? Nimm mir das, ist schärfer. Da komm ich gerade durch die ersten zwei Schichten hier. Bist du bekloppt? Nimm mir das, das tut mir weh. Stefan, tu was. Sei ein Mann. Was macht es eine wunderbare Bionda mit so einem... Du willst Raumteiler, hä? Das verstehe ich nicht. Du bist doch gesund. Was willst du mit denen? Hast du 5 Dioptrien oder was? Pass mal auf, ich kann nicht nur Räume teilen. Ich kann auch Typen wie dich teilen. Ah, Quatsch. Du hast doch geschrieben, du könntest so eine chinesische Kampfkunst. Kannst du da vielleicht nicht jetzt einfach mal... Ja. Du musst doch weg. Gleich wird Free Willy 2 gedreht. Du musst dich langsam entscheiden, nimmst du jetzt die Lusche oder nächste? Bist du ein Mann? Willst du diskutieren oder kämpfen? Ich habe Angst, dass du mich mit einer Haps aufisst. Ich bin nicht blöd. Na, sag schon, wen nimmst du? Ich würde mich entscheiden, aber ich habe ein Mikro in der Unterhose und kann nicht aufstehen. Was ist mit dem hier? Das ist doch. Aber Sie bereiten sich sehr gut vor und kaufen jetzt bitte alle nachfolgenden Produkte, die vorgestellt werden. Bis gleich!